Hallo und herzlich willkommen zu Superhouse of Dead Ninjas. Mein Name ist Fitzbahn und ich wollte euch mal dieses kleine Spielchen hier zeigen. Die ganze Welt spielt ja zurzeit Rogue Legacy, auch ein super Spiel, aber ich habe mir dann gedacht, da muss ich nicht der 3000er sein, der das Ganze auch macht, und habe mich dann für Superhouse of Dead Ninjas entschieden. Es wird auch kein ganzes Let's Play, sondern einfach nur mal so kurz vorgestellt oder Spiel für zwischendurch, wie man das Ganze auch nennen will. Gut, Spielprinzip ist ähnlich, man wird sehr oft sterben. Das ist völlig normal bei dem Spiel. Und man schaltet über die Zeit auch verschiedene Sachen frei. Wie zum Beispiel hier, ich zeige jetzt extra mit der Maus, damit es ein bisschen schneller geht. Verschiedene Waffen. Man fängt standardmäßig mit dem Katana an und hat als Fernkampfwaffe die Wurfsterne und die Bomben. Und als Magie hat man, glaube ich, nur den Blitz. Also das sind so die Standardsachen, die man am Anfang frei hat. Und je nachdem, was für Ziele man erreicht oder Dinge erledigt, schaltet man verschiedene Sachen frei. Also, ich kann jetzt gar nicht genau sagen, was wann passiert. Ich glaube, bei den Upgrades ist es ein bisschen ersichtlicher. Wenn man jetzt zum Beispiel 300 Mal gestorben ist, bekommt man halt 4 zusätzliche Leben. Wenn ich den Level oder den Flur 200 erreicht habe oder die Etage 200, dann bekomme ich halt den Bonus, dass ich 5 Sekunden länger Zeit habe. Und das Ganze steigert sich dann halt noch ein bisschen, aber extrem weit bin ich halt noch nicht gekommen. Dann gibt es noch andere Upgrades, die schalten sich halt eigentlich immer dann frei, wenn man auch wieder irgendwas Besonderes gemacht hat. Und diese Ninja-Anzüge in den unterschiedlichen Farben, die repräsentieren eigentlich nur, wie viele Feinde man bis jetzt getötet hat. Ich spiele übrigens jetzt gleich mit einem Xbox 360 Gamepad. Und zwar über X-Padder, da ich das irgendwie nicht so ganz hinbekommen habe, dass das fehlerfrei über dieses Spiel hier funktioniert. Es gibt zwar einen vollen Controller-Support, aber irgendwie klappt das Ganze nicht so richtig. Deswegen mache ich es über X-Padder, da bin ich mir dann sicherer mit. Gut, am Anfang fängt man natürlich am Dach an, ist klar, und man kämpft sich dann halt weiter nach unten. Es gibt 2 verschiedene Schwierigkeitsgrade, wobei ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, ich habe bis jetzt immer nur auf normal gespielt. Und zwischen diesen Etagen oder Abschnitten ist halt immer ein Endgegner. Jetzt starten wir aber einfach mal. Ja, so, also das ist jetzt hier so ein kleines Tutorial, da läuft die Zeit auch noch gar nicht. Da kriegt man gesagt, wie man laufen kann, ja, links, rechts, ja, ist ja super, ja, wenn man hier was aufnimmt, dann kriegt man halt Zeit dazu. Springen tut man mit, eigentlich mit Pfeil nach oben. So. Gut, schaut mich jetzt nicht wirklich ans Tutorial. So, wow, schön ducken. Diese Attacke nach unten, die ist recht wirksam, weil damit kann man die Gegner fast One-Hit killen. So, da bin ich jetzt schon in Rage. Und da ist man dann im Moment dann auch unbesiegbar. Und man sollte natürlich gucken, dass man diesen Zustand so lange wie möglich aufrechterhält. Weil dann kommt man doch recht zügig dann dadurch. Na, jetzt könnte es ein bisschen knapp werden, falsch getrödelt. Ja, es hat noch geklappt. Mal gucken, wie lange ich diesmal halten kann. Na, da ist vorbei. Ja, 36 Sekunden war gar nicht so schlecht. Oh, wow, da bin ich dann das erste Mal auch gestorben. Aber war gar nicht so schlecht. Time. Ja, also ich kann definitiv sagen, das Ganze wird schwieriger. Da braucht ihr euch gar keine Sorgen machen. Es hat einen hohen Wiederspielswert, finde ich. Da ist schon wieder Rage, auch in Ordnung. Aha. Na komm, die Zeit nehme ich mit. Rage ist jetzt eh vorbei. Da, Mist.
Habe ich nicht aufgepasst. Ist genau in dem Moment der Rage weggegangen. Die Affen sind scheiße. Und die sind auch doof. Ah, schon wieder Rage. Heute klappt's ganz gut. Stop. Bonus, schön mitnehmen. Ja, manchmal sind hier auch Fische drin. Na, komm, willst du nicht werfen? Doch. Ah, Fuck. So, da bin ich dann auch schon beim ersten Boss. Gar nicht so schlecht. Der ist nicht wirklich schwierig. Da schnitt einfach mal ein bisschen Magie. Na, der wirft Bomben, der Drecksack. Na, komm, jetzt lass dich treffen. Schweinepriester. Jetzt. Yay. Fuck. Keine Munition mehr oder was? So, hätte ich ihn doch noch erwischt. Heidewitzka. Und weiter geht's. Und schon wieder in Rage. Mag mir gefallen. Das sollte man alles mitnehmen. So, die Sachen alle kaputt machen. Braucht kein Mensch. Ja gut, in die Stacheln reinfahren sollte man auch nicht, auch wenn man in Rage ist. Ist keine gute Idee. Oh, ein extra Leben. Das nehme ich mir mit. Na. Schande. Ja gut. Ich habe ja gesagt, man wird ziemlich oft sterben. Aber glücklicherweise hat man 2 Continues. Und die werde ich jetzt auch nutzen. Also einmal durchspielen, bis ich halt komplett am Arsch bin. Ja. Könnte schneller gehen, als man meint. Na. Ah, komm. Wow, wow, wow. Na, was mache ich denn da? Ich voll Honk. Na, der voll nicht. So, machen wir das gleich da. So, manchmal. Oh, Bomben. Ja, Bomben sind nicht schlecht. Nehme ich mit. Glücklicherweise kann man mit der Peitsche auch durch die Wände durchhauen. Gar nicht so verkehrt. Ah, die sind ätzend. Leben wäre mir lieber gewesen. Nix. 25 Sekunden noch. Ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Ja, hätte vielleicht warten sollen. Die sind ätzend. Weil wenn die gestorben sind, dann bleiben die Stacheln von denen oben. Na komm, dann laufe ich jetzt durch, solange ich blinke. So ein Schweinepriester. Aha. Nee, das nehme ich nicht. Das sieht schon so eklig aus. Ist ja unfassbar. Bonus. Dann nehmen wir hier gerade die Zeit noch mit. Ja, natürlich. Ich muss ja gleich reinspringen. Warum nicht gleich so? Egal, letzter Continue. Mal gucken, vielleicht kann ich euch den zweiten Boss noch zeigen. Aber ob ich den dann schaffe, das dann halt. Oh. Doch, das sollte jetzt noch klappen. Ah, der ist ätzend. Ja, da gibt es irgendwie so einen Supersprung, den kriege ich aber irgendwie nicht hin.
Doch, jetzt klappt schon irgendwie. Aber ja, das war's. Also ich hab's diesmal nicht geschafft, ist nicht schlimm. Gibt mit Sicherheit Leute, die können das bedeutend besser. Ja, und jetzt haben wir leider kein Continue mehr. Ha. Tja. Game over. Game over. So sieht's aus. Aber nettes kleines Spielchen für zwischendurch, auf jeden Fall. Zum Schluss bekommt man dann ein bisschen angezeigt, ja, wie man halt so war. Ja, die Punktzahl hier oben, die ist jetzt, die ich erreicht habe. Da unten drunter der Highscore, den ich bis jetzt mein Highscore halt. Und so weiter und so fort. Den Rest könnt ihr euch selber durchlesen. Gibt es noch More Stats? Finde ich jetzt, ja, relativ uninteressant. Wird halt gezeigt, wie viele Gegner und welche man kaputt gemacht hat. Jo. Das war's eigentlich auch. Und dann kann man wieder zurückgehen und das Ganze dann halt nochmal von vorne spielen. Gut, freigeschaltet habe ich jetzt diesmal nichts, weil ansonsten wäre mir das auch angezeigt worden. Und gut, ich hoffe mal, ihr hattet Spaß jetzt dabei. Weil es ist halt mal ein bisschen was anderes wie dieses Rogue Legacy, was jetzt in aller Munde ist. Aber so als kleine Alternative, wer mit dem Setting vielleicht nicht klarkommt oder dem das vielleicht ja, zu blöd ist oder wie auch immer, der sollte hier mal einen Blick drauf werfen. Ich finde es ganz gut. Und ja, alles Weitere findet ihr in der Beschreibung. Also es gibt es definitiv bei Steam. Ob man dafür jetzt den Vollpreis zahlen muss, ich glaube 9 Euro oder sowas kostet es jetzt. Das ist halt die Frage, ob man dann nicht eher auf einen Deal wartet, wo es ein bisschen günstiger ist. Nun gut, ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin wünsche ich euch was. Euer Fitzbahn. Ciao.